Moin aus Hamburg. Ich bin Walter Matthias Kunze und es ist Zeit für den Daily Trend Talk. Heute ist der 29.04. und ich treffe mich gleich im Daily Trend Talk mit Ari Kratl. Ari Kratl ist jemand, der schon einige Jahre, etliche Jahre in der gesamten Kommunikations-, Medien- und Digitalbranche unterwegs ist und da einiges an Erfahrung mitbringt. Wir bei TrendQuest befassen uns ja natürlich auch mit den Trends in den diversen Branchen und in der Digitalisierung, genauso wie im Bereich Arbeitswelten, Arbeitswerte. Wie ändert sich das? Wie ändern sich auch die Bedürfnisse der unterschiedlichen Generationen in dem Bereich? Ich sage nur Stichwort New Work Future. Und ganz klar, wenn wir sagen, die New Work Welt ist eben nicht nur heute, sondern da tut sich was. Und damit sage ich eben, die New Work Future ist immer jetzt. Ganz klar. Das, wie wir arbeiten wollen, New Work ist jetzt. New Work Future ist jetzt. Und die Werte, die wir in Zukunft haben wollen, wie wir in Zukunft leben wollen, das gestalten wir heute. Darüber geht es gleich im Gespräch mit Harry. Es geht auch darum, wie wir überhaupt mit Krisen umgehen, wie wir haben mittlerweile ja die dritte Krise innerhalb von ungefähr gefühlt alle 8 bis 10 Jahre. Erst 2000, 2001 die Dotcom-Crash und dann auch noch 9/11. Dann die Finanz- und Immobilienblase, die Krise 2007, 2008 und eben jetzt die Corona-Krise mit den Ergebnissen, den Auswirkungen auf die Wirtschaft. Also, einiges los derzeit. Einiges auch auszuarbeiten und zu überdenken. Wir leben in einer Welt, in der Innovation quasi schon zum Zwang wird. Der stetige Wandel ist nicht mehr die Ausnahme, sondern es ist die Grundlage und es ist die Basis. Eigentlich ein natürliches Prinzip. Und jetzt schauen wir mal, was Harry dazu zu sagen hat. Ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Ich freue mich auf euer Feedback dazu. Redet mit. Lasst eure Kommentare hier auf YouTube oder über unsere Website, über LinkedIn, wenn ihr fachliche Fragen haben sollt an uns, an TrendQuest. Wir sind für euch da. So, auf ins Gespräch mit Harry Kratl. Ich habe so ein bisschen eine Prognose gewagt, hast gesagt, okay, das Format des Arbeitens wird sich ändern. Wird sich das, was ihr selber macht, und du sagst, ihr habt sowieso schon Remote-Meetings gemacht, so daran, an der Arbeitsweise, wird sich daran irgendwas ändern, abgesehen von den Schichtarbeiten? Also ich glaube, dass das, was wir hier gerade erleben, wird einen riesen digitalen Schub geben. Also die Leute werden begreifen, wieso bin ich eigentlich früher dahin geflogen? Das geht doch so auf. Ja. Ja. Wir machen ja im Moment mit unseren Kunden, das sind ja auch riesengroße Kundenmeetings, so Projektleitungsworkshops, da sitzen 12 Leute um einen Tisch rum. Das machen wir zwischen auch, weil es gar nicht anders geht. Und wir werden lernen, dass das nicht jedes Mal notwendig ist, da hinzufahren und alle Leute in einen Raum einzuschließen. Also das wird es geben. Ich glaube, dass es in der technischen Ausstattung der Firmen einen Schub geben wird, weil die sagen, das war ja alles ganz schön, aber mit diesen kleinen Kameras ist das Müll. Also lass uns mal hier größere Systeme machen, halbrunde Konferenztische, sodass ich hier auf dem Halbrund sitze und die anderen sitzen auf der anderen Seite im Halbrund, sodass ich das Gefühl habe, ich sitze dir wirklich gegenüber, lass uns die Ausleuchtung gut machen und die Mikrofone, sodass wir es auch sehen. Wir können dann zoomen oder automatisch zoomen. Aber da wird es einen Schub geben für gute Videokommunikation. Aber es wird auch wieder die Freude geben und vielmehr die Begeisterung, dann irgendwo hinzufahren und jemanden zu treffen und Mensch-zu-Mensch-Kommunikation zu haben. Nicht nur bei Partys, auch bei Geschäftskontakten. Abends mal noch ein Bier zusammen zu trinken. Also das sind alle Dinge, die uns ja total abgehen, die nicht zu ersetzen sind durch digital. Aber ich glaube, das wird die Welt deutlich mehr digitalisieren. Das gibt einen Schub. Ja, auf jeden Fall. Das glaube ich auch. Ich finde eure Idee mit der Afterwork-Bar sozusagen virtuell, finde ich klasse. Könnt ihr dann wahrscheinlich irgendwann später auch 1:1 übersetzen, dass sie sagen, so, jetzt geht's wieder raus. Das heißt, jetzt machen wir dann irgendwie die Afterwork-Bar auch dann in echt mit den Kunden zusammen. Ja, ja, es gibt so 11 Uhr Kaffeetermine, ne? Also wir treffen uns an der Kaffeemaschine, ne? Dann versucht jede Abteilung irgendwie sowas zu machen. So, komm, wir legen und dann kommen da 3, dann sind mal 10 da, mal bist du da zu zweit. Also das ist genau das, was du in der Kaffeeküche halt erlebst. Du gehst da hin, triffst einen, redest ein bisschen und dann ist gut.
Und manchmal entsteht ein Thema, wo du sagst, komm, wir setzen uns noch mal 10 Minuten hin, das müssen wir gerade mal besprechen. Das sind ja diese Sachen, die verloren gehen, wenn man alles plant. Was anderes ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, also ich fange 8.30 Uhr an und arbeite bis 17.30 Uhr nur in Videokonferenzen, danach bin ich auch wirklich platt. Und ich weiß gar nicht genau, warum das so ist. Also das hat damit zu tun, einmal, dass man unheimlich aufmerksam ist. Wenn ich dir gegenüber sitze, dann spüre ich ja viel mehr. Ich rieche dich, ich sehe dich, ich nehme viel mehr wahr. Jetzt habe ich nur ein Bild von dir, du sitzt da irgendwo. Und ich versuche die ganze Zeit rauszufinden, wie geht's dir, was ist jetzt? Hat er jetzt gerade verstanden? Hört er noch zu? Mhm. Dass ich sonst so nebenbei wahrnehme. Ich glaube, das ist viel anstrengender. Deshalb ist das so unglaublich anstrengend, die ganze Zeit Video zu machen. Und ich kann dann um 17.30 Uhr, möchte jetzt nicht mehr auf dem Balkon und brauche erstmal eine halbe Stunde in die Ferne gucken, bis ich dann wieder einigermaßen bereit bin für den Abend. Das andere Thema ist, mir fehlt die Trennung von ich gehe zur Arbeit oder von der Arbeit weg. Also ich gehe jetzt hier aus der Küche und es ändert sich nichts. Weißt du? Das ist gefühlt was ganz anderes als ich gehe arbeiten. Und ich sehne mich danach, einfach mal wieder arbeiten zu gehen, weil das trennt privat und beruflich so ein bisschen. Da fällt mir was dazu ein, und zwar, das fand ich sehr, sehr faszinierend, sehr spannend, was du das sagst. Wir machen ja seit Ewigkeiten auch Generationsforschung, und eine der letzten Generationen, die jetzt in den letzten 5, 6 Jahren mit im Fokus waren, ist die Generation Z. Mhm. Und was wir bei Trinkfest herausgefunden haben und was sich auch deckt mit den Forschungen auch aus dem Raum von anderen Instituten oder auch international, ist, diese Generation ist schon sehr, sehr darauf bedacht, auf die Umsetzung, die echte Umsetzung von Work-Life-Balance. Das heißt, die gehen eben nicht wie die Millennials in die Firma rein und sagen, okay, ich brauche einen Kicker und einen Sitzkissen und einen Bandübungsraum hier in der Firma. Dann bleibe ich auch so lange wie möglich, bis das Projekt fertig ist. Sondern die sagen eben, okay, ich komme morgens um 7 und ich gehe um 4, weil danach kommt meine Familie, meine Freunde, mein Partner dran. Und einerseits haben wir für diese Nachwuchsgeneration den Effekt, dass die Digitalisierung einen wahnsinnigen Push erlebt. Das heißt, die Leute erleben, dass das, was vorher bemängelt wurde, dass viele mittelständische Unternehmen gesagt haben, nee, brauchen wir nicht und so, was ja die Attraktivität der Firmen verringert hat für diese Nachwuchsgeneration. Die wollen ja zu einer Firma gehen, die möglichst digital unterwegs ist. Ja. Und ich habe eigentlich gedacht, ich habe also in den letzten Tagen jetzt im Rahmen des Daily Trend Talk kommt das Thema natürlich immer wieder auf, und eigentlich war so der Eindruck, der so auftauchte, cool, 50% von den New Work Planen, von dem Thema New Work Future Aufbau ist jetzt abgehakt, weil haben wir jetzt ja. Jetzt kommst du aber gerade an, und das ist eigentlich klasse, dass du das sagst, und du sagst, ja, aber die Work-Life-Balance ist komplett weg, weil du kannst eben nicht mal sagen, ich gehe jetzt zur Firma und ich gehe weg. Hm. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für die Zukunft. Da weiß ich nicht, ob das ein Generationsthema ist. Ich weiß nicht, wie es 20-Jährigen damit geht, die ja generell deutlich auch mehr Homeoffice schon gemacht haben, als wir das alle hatten. Also ja. Wir haben ja 40 Jahre. Vielleicht können wir das besser. Ja. Vielleicht ist das für die normaler, für die ist Bildschirmkommunikation über Games und sowas. Also Teats oder sowas, wie heißt das denn, Steam oder Twitch oder so, die nutzen das ja sowieso immer schon parallel. So. Und deshalb kann es sein, dass die damit ein bisschen besser zurechtkommen, aber auch da braucht es, glaube ich, eine ganz klare Trennung. Also wenn es dann eben ist, ich mache jetzt den Laptop zu, ne? Und oder ich gehe jetzt hier aus Teams und Zoom raus und ich gehe jetzt in Steam und Twitch rein, und das ist für mich dann live und das andere ist Work. Vielleicht haben die da eine Trennung oder so. Für mich ist das ganz viel nicht, also ist das Gefühl, ich gehe irgendwo raus und irgendwo rein und setze mich dann aufs Sofa, ich arbeite dann auch noch und lese noch, aber ich bin dann zu Hause und dann bin ich im Grunde genommen, das ist eine Privatsphäre, da ist Erholung mehr als Arbeit. Und das fehlt mir jetzt total, weil ich bin total irritiert, gefühlt immer. Komisch, jetzt sitzt hier in der Küche, da hast du gerade noch gearbeitet. Und, das ist der Punkt. Das hätte ich nicht erwartet. Aber euer Büro ist doch in Hamburg. Hast du nicht die Möglichkeit, habt ihr nicht jetzt schon die Möglichkeit, sozusagen in Schichten zu arbeiten? Ja, wir haben uns dann aber wegen Corona und Gesundheit der Mitarbeiter entschlossen, so wenig wie möglich Leute in den Büros zu lassen.
Wir haben von Anfang an ein gutes Konzept gehabt, so mit Handdesinfektion und Abstand und sowas. Das haben wir von Anfang an gemacht, schon bevor es überhaupt Pflicht wurde. Deshalb haben wir es geschafft, dass von uns keiner, toi, 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 infiziert wurde. Aber wir haben jetzt gesagt, also wir machen das jetzt so, Leute fühlten sich zunehmend unwohl und haben gesagt, ist das jetzt gut, kann ich nicht von zu Hause aus arbeiten? Und dann haben wir gesagt, also wenn, dann müssen wir es konsequent jetzt mal durchziehen. Das ist am leichtesten, wenn alle zu Hause arbeiten, dann weiß man das. Wenn wir jetzt wieder in Schichten arbeiten, du musst wieder organisieren, wann ist wer da, dann kann der nicht, dann muss der einen Ersatzmann haben. Und also diese ganzen Themen, die jetzt plötzlich wieder hochkommen, macht es ein bisschen schwieriger. Aber ich glaube, dass da kein Weg dran vorbeiführt. Wenn wir ein bisschen gefühlte Normalität haben wollen oder so das Gefühl, wir kommen langsam wieder in die Normalität rein, dann musst du so Stufen bauen, wo ja, die Leute langsam wieder angenähert werden an die Arbeit im Büro und auch wieder an Meetings mit Menschen und so. Wenn ich mich jetzt mal mit jemandem treffe, bin ich erstmal total irritiert und vorsichtig und dann sage ich mir so einen Quatsch, 1,50 Meter Abstand wie im Supermarkt, also da gehe ich auch hin. Warum soll ich mich da nicht mit dir treffen und mit dir unterhalten irgendwo, wenn wir da die Regeln einhalten? Aber trotzdem ist das gefühlt ein Verbrechen sozusagen. Da musst du wirklich gucken. Ja, ja. Kriminelle 1,40 Meter. Ja, genau. Oder drei Leute, das ist dann, oder vier, das ist dann kriminell. Ja, ja. Es sei denn, du wohnst zusammen. Ja. Sind Sie eine Kernfamilie? Ich glaube, Kernfamilie wird das neue Unwort des Jahres, wenn du mich fragst. Das ist ja, natürlich. Wir sind eine Kernfamilie, weil wir arbeiten in der Firma unter familiären Umständen zusammen. Mhm. Ja, genau. Genau. Nee, aber das sind so cool. Die Dinge, die mich gerade so beschäftigen. Ja. Das ist so das, was mich gerade bewegt, was auch neu ist, trotz aller Erfahrungen in den letzten Krisen, sind das ja ganz neue Dinge. Die entstehen, weil wir diese Möglichkeiten haben. Ich meine, 2008 oder 2000 wäre das alles gar nicht möglich gewesen. Die Bandbreiten waren nicht da oder es war unendlich teuer und wir hätten gar nicht so arbeiten können. Also das sind so, das ist ja auch gut, dass es das jetzt gibt und dass wir diese Art der Arbeitsorganisation auf die Beine stellen können als Notfall. Aber es ist und bleibt ein Notfallplan, hoffe ich. Ja, das ich auch so. Ja. Aber ich hoffe auch, dass wir die technologischen Errungenschaften und die Errungenschaften in den Arbeitswelten und so weiter natürlich beibehalten werden. Ja, ja. Nee, das ist so. Wir haben ja so ein bisschen die Tradition, Harry, zum Abschluss die Frage nach dem Lieblingsbuch. Oder welches Buch liest du gerade? Was ist für dich gerade wichtig? Ja, ich bin in der Tat gerade seit langem mal wieder am Lesen. Und zwar habe ich mir das Buch Quality Land von Marc-Uwe Kling besorgt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Marc-Uwe Kling ist der Mensch mit den Känguru-Chroniken. Also bei den Kids ist das total begeistert. Und er hat ein Buch geschrieben, Quality Land, in zwei Varianten, einmal für die Optimisten, einmal für die Pessimisten. Und es geht im Grunde genommen darum, dass wir sind ein paar Jahre in der Zukunft und die weltweite Werbeagentur hat jetzt gesagt, wir reden so viel negativ, wir reden nur noch positiv. Alles ist gut, alles ist toll. Es gibt nur noch Quality. Es gibt Quality Partner, das ist das Parship von heute. Es gibt natürlich auch ein Facebook, das irgendwie Quality Net oder so heißt. Und die Menschen hat sich festgestellt, dass Augenabdrücke und Daumenabdrücke, die werden also ständig kopiert und gefaked, aber was eindeutig ist, ist also der Kuss, also küsst man immer zum Bestätigen seinen Bildschirm und dann ist das Geschäft abgeschlossen und jeder ist einsortiert, so wie in China, hat so Punktesysteme und wenn du also runtergerankt wirst von 9 auf 8, dann bist du kurz vor Terroristen, ne? Und bist im Zweifel, wenn irgendein Anschlag ist, sofort verhaftet. Und wenn du auf 14 steigst, bist du schon ganz gut. Und wenn also dein Partner runtergeht auf 8 und du auf 14, dann schreibt dich Quality Partner an und sagt, wir hatten im Algorithmus ein Problem, der passt gar nicht zu dir, wir haben dann viel bessere. Und schenk ihm doch 3 Monate Quality Partner umsonst, dann weiß er, ihr trennt euch jetzt und dann ist das nicht so gut. Also, und das sind alles so Situationen, wir sind nah dran, dass du denkst, wir sind da schon fast. Und du liest das aber und denkst, ja, ist nicht weit weg und ist ein total krasses Buch. Also kann ich empfehlen. Quality Land. Krass. Packe ich das Link mit rein in die Beschreibung zu unserem Talk heute. Cool, vielen Dank. Du, was ist dein Fazit? Was wäre dein Fazit für heute, für diesen Themenbereich? Also auf der einen Seite finde ich, sollen wir stolz sein, dass wir das auf die Beine gekriegt haben, so wie wir den Laden am Laufen halten. Wir haben wirklich alles genutzt, was es gibt. Wir kriegen auch Leute, die deutlich älter sind, inzwischen dahin, diese Technologien zu nutzen. Und es geht.
Mein Motto ist ja immer einfach machen, also nicht lange reden und diskutieren. Wenn wir das diskutiert hätten, sollen wir das so machen demnächst, dann wäre, ja, hätten wir viel länger geredet, und diese Situation hat uns gezwungen zu machen. Und das zeigt mal wieder, wie gut das ist. Das ist nicht perfekt und es hat geruckelt, aber es ruckelt sich zurecht. Und insofern ist das mein Fazit. Klasse. Schön. Vielen Dank, Harald. Danke dir. Und Ari, dann, ich würde mal sagen, schauen wir mal, wie es in einem Jahr aussieht. Und ja, ich würde mich freuen, wenn du dann wieder dabei bist, wenn wir sozusagen Review machen können, wie war es 2020 im April. Und dann gucken wir uns das vorher nochmal an und dann wird es gut. Cool. Ja, sehr, sehr gerne. Okay. Danke dir. Also, mach's gut. Ja. So, das war das Gespräch mit Harry Krathe. Was nehmt ihr für euch mit? Was ist euer Feedback da draus? Was ist euer Learning, eure Erkenntnisse für euren eigenen Bereich, fürs Leben oder für dieses Arbeiten? Ich für mich habe gelernt, dass wir mit dem Blick gerade auf die Vergangenheit der drei Krisen, also Wirtschaftskrise, 9-11-Krise, 2001, 2000, dann die Finanz- und Immobilienblasenkrise 2007, 2008 und jetzt eben 2020 bis 2021, wer weiß, wie lange auch noch länger. Wir können schon Vergleiche ziehen, wir können schon schauen, was wir damit machen. Das ist das Wichtigste. Die Herausforderung für uns hier und heute ist, zu lernen, mit dem Wandel umzugehen, den Wandel anzunehmen und zu integrieren in unser Leben, in unser Arbeiten. Konstanter Wandel, große Herausforderung sicherlich, mehr denn je. Ich weiß nicht, ob wir in der vergangenen Zeit, in den vergangenen 10, 20, 30 Jahren je eine so starke globale Herausforderung gehabt haben. Aber was meint ihr? In diesem Sinne, redet mit, stellt Fragen, diskutiert, gebt uns Feedback, wenn ihr Fragen für euren eigenen Bereich habt, für eure Firma, wenn ihr Beratungsbedarf habt, auch da, wir sind für euch da. Und ich wünsche euch nun einen wunderschönen Mittwoch und hoffe, dass ihr gut in den Tag gekommen seid. Und bis morgen beim Daily Trend Talk, dann unter anderem zum Thema Corona-App.